Leute, jetzt kommt zur weiteren Folge. Dann gehen wir jetzt mal auf South Episode von EGM. Ja, das ist her. Weil S ist ja aktuell Praktikant, obwohl ich Tontyper bin. Heißt, ich hole jetzt wieder in die SCC reinzukommen. Wir haben jetzt gleich eine Militärverhandlung hier, also Militärtribunal. Also Gerichtsverhandlung, falls es nicht. Wenn ich weiß, ne? Ja, haben wir angeklagt, hinten die ganzen Zivilisten. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Schon ein paar Leute versammelt. Gerade 80 Leute auf dem Zimmer. Ich denke mal, geht heute noch viel ab, ne? Schauen wir mal. Ich sag mal jetzt nochmal was heraus. Guten Tag. Hat sie einer hier nach vorne gebeten? Ja, der Lieutenant, ja. Ich soll hier mithelfen. Da weiß ich nicht genau. Also, nochmal kurz. Dann. Der Zivilist, der den anderen Zivilisten geführt hat, der war tot, gell? Jawohl. Das weiß ich auch nicht ganz genau. Der Zivilist war tot. Koppel, Sir. Wäre es okay, wenn der Praktikant sie jeweils einmal ablösen würde? Sie können weiter. Hat der Praktikant Handschellen? Achso, mich ablösen, ja. Nee, habe ich nicht. Also bin ich jetzt der Einzige hier mit Handschellen? Günther, oh. Wollen wir hier die? Okay, keine Sorge, Sir. Ich bin auch jeweils noch in der Nähe. Ja, hier ist. Ich habe also, wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach Black Silver. Frage, wenn darf ich den Leuten schon Handschellen anlegen, wenn sie hier Waffen versuchen reinzuschmuggeln, bis sie eintreffen? Gut, also von da hinten kommt. Ich müsste ja mal auf Waffen durchsuchen, ja? Haben Sie irgendwelche Waffen dabei? Ich schau mal, ja? Natürlich. Natürlich haben sie ja. Wir können weiter. Der muss auch seine ID vorzeigen, ne? Okay, passt. Gut, dann öffnen Sie reingehen, ja? Okay. Hat der Kommando sich jetzt schlafen gelegt? Dankeschön. Oh, der Kommando sich schlafen. Okay, danke schön. Bitte mal ihr ID. Okay, danke. Gut. Dann übernehmen Sie jetzt. Okay. Dass Sie die Leute. Gut, Sascha. Dankeschön. Passt soweit. Ich muss auch Waffen durchsuchen, ja? Und so welche Waffen haben wir? Ich hab noch nicht die Vorbildung für die ID. Okay, perfekt. Nee. Außer mein Werkzeug, mein Volllöscher, aber ziehe ich jetzt nicht aufs Waffen. Ja. Corporal, zählt der Volllöscher auch? Bitte den Rucksack ablegen. Den Rucksack kann er ablegen, den Feuerlöscher kann er nicht ablegen. Okay. Gut, vielleicht doch. Suchst du mal ganz kurz mal, ja? Kann mir die vorzeigen und dann zu meinem Pride First Class. Sag ja, Lieutenant. Über das Gelände? Okay. Ja, klar geht das ja. Hört. Wissen Sie, ein bisschen gelenkig, wissen Sie. Aufgrund des gerade Fluchtversuch, sollen wir scharfe Munition geladen haben oder weiterhin? Können Sie reingehen. Oh. Alles klar, Sie dürfen rein. Laden Sie bitte ja. Bevor aus der Übung raus, ja, da keine Routine mehr. Mehr ST-Routine ist weg. Wir hatten gerade ein ziviles, feindliches Schiff, welches eine Lieferung vorgegeben hat, aber anscheinend irgendwas mit, vielleicht selbst mit diesem Fall hier zu tun hat, der er sie mich gerade versucht hat. Aufgrund von Paragraph 8.5 in zweifachen Fällen, also zweifacher Mord. An zwei Sargen und zwei ST, einem Lance Corporal und einem Sargent. Die sind weggeflogen schon. Fordere ich die lebenslange Haft im Hochsicherheitsgefängnis Coruscant. Ist ein sehr respektierter Mann in näherer Umgebung. Und dass ihm Morde vorgeworfen werden in solchen Fällen, ist doch recht. Versteht sich, ja. Wahnsinn, ich muss erst mal Funken ein bisschen drinnen. Warten Sie ganz kurz, ja. Ja, wissen Sie, das mit den Wänden, das entsteht immer so, wir haben natürlich sehr viel Papierkram zu erledigen, ne? Und die Wand ist unser Freund, um halt den Papierkram auch wirklich zu bewältigen, um nicht abgelenkt zu werden, ja? So entsteht das. Aber der hat doch nichts in der Hand. Ja. Er geht's durch, ja? Er geht's durch, den Gedanken schon, ja? Den Bericht. Also... Ich weiß nicht, was mein Corporal da hat. Der hat aber auch so die Wand als Freund, aber er hat was in der Hand. Er liest wahrscheinlich gerade was auf seinem Datapad. Ja. Aber er schaut einfach die Wand an. Warte mal, dann mache ich doch mit. Vielleicht ist die Wand. Muss ich ja immer weiterbilden. Vielleicht ist ja was Besonderes an dieser Wand. Das kann sein. Vielleicht entdeckt man da irgendwie ein Geheimnis, ne? Mal gucken jetzt hier. Ich glaube, da kommt gleich jemand. Oh ja. Ich weiß nicht, also. Ein bisschen Farbe verstrichen. Na, guck mal, wenn Sie mal hier hingucken, Private, ne? Ich weiß nicht, also hier, der Maler, der hat ganz schön die Linie verzogen, ne? Das geht gar nicht da. Was ist das denn hier? Das ist ja, da war ja frisch am Bau, ne? Guten Tag. Moment. Let's hop with. Moment.
Lassen Sie mich erstmal mein Datapad holen. Alles. Wir machen jetzt ein kleines öffentliches Training mit. Ich bin sehr gespannt, ja. Guten Tag, Sergeant. Zop. Guten Tag, Lieutenant. Zop. Tag, Lieutenant. Guten Tag. Laden Sie BTM, dann können Sie rein und mitmachen. Jawohl. Wird frischer, ich helfe den Leuten mit. Hoch. Ich helfe den Leuten hoch. 3, 2, 1, mein. Oh, hier geht's gar nicht rein. Digga, der kommt ja auch hoch. Ja, was, was, was? Die Waffe ist so unnütz! Mein Gott, ey. 2 Kilo Bord. Okay, Achtung, Achtung. Links, Achtung. Okay, Hammer, Hammer, Hammer. Nice, das ist nice. Okay, so, ich glaube kurz nach. Das klären wir hier. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Hätten Sie Bagdad vielleicht, Sir? Danke für die Hilfe. Hm? Was? Hätten Sie Bagdad, Sir? Nein, aber ich hab was an. Okay. Dankeschön. Ja komm, wir holen uns, Oh mein Gott. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Scheiße, Alter. Moin, Leute. Kurzes Update, ja. Ich bin jetzt mittlerweile ST-Private, ja. Ich hab STO voll gemacht. Das darf ich ja nicht aufnehmen, ja. Ich bin jetzt ST-Private hier. Aber, boah, ich dachte, ich bin noch kein LDO, heißt, ich darf keine Straffälle selber bearbeiten. Das ist ein bisschen Azubi-Phase jetzt, ja. Nicht gut, aber naja. Was wir machen, ist halt so. Also guck mal, wie ich aus dem Gefängnis rauskomme. Ach, Gummizelle. Oh, hier möchte ich nicht rein. Da gehört noch nicht rein. Noch nicht, ne? Was hier? Ist hier ein Boden? Ja, okay. Achso. Was ist das denn hier? Lol, okay. Nice. Ah, wir sind auf der Venator. Jetzt weiß ich, wo wir sind auf welcher Karte. Interessant auf jeden Fall. Okay. Gut. Ja, also. Ja, spielst du bei den STs, ne? Also, es kommt bei mir ST-Folgen auf jeden Fall. Also, wir sind gerade in der Folge drin. Weißt du, was der Knopf hier macht? Alarm, denke ich mal. Ah, ne, VIP-Raum steht da. Ja, ich würde jetzt sagen, drück nochmal nicht, ne? Ja, aber was damit gemeint ist? Ach, keine Ahnung. Ja, lieber nicht. Ich weiß es nicht. Bis dann nichts drücken, ne? Geht mal Alarm an oder so. Nee. Ja, das ist ein Teamfunk. Wir hoffen mal, dass er im Funk ist. Mit wem reden Sie? Ah. Mit. Könnten Sie bitte einfach zum Gefängnis zurückkommen und uns die Tür einmal öffnen? Wir haben uns etwas ausgesperrt. Da müssten jeweils zwei Knöpfe sein am Kleiderschrank. Der eine öffnet jeweils die Tür. Nee, wir sind beide in dem großen leeren Raum gefangen. Ihr Vollidioten. Verrat. Die Tür hat deinen Soldaten den Kopf gekostet. Die Tür ist zu, Commander. Sie ist verriegelt. Gesperrt. Ein Moment. Oh Mann, Alter. Oh, wir haben einen Techniker hier, warum machen Sie das? Sind die eins auf die Tür fest? Also bitte heben Sie die Tür für uns aus. Wäre sehr ist die Ernst. Vielen Dank. Die in die Gummizellen stecken. Das ja, ich ist hab nicht auch Ihr gehört. Ernst. Ich glaube, die ST sollte man nochmal überprüfen. Der Mann hat nichts dagegen, wenn Fehler. Die Tür weg ist. Das werde ich definitiv nicht tun.
Ich werde nicht eine Tür ausbauen, damit sie diese Tür festnehmen können, weil sie jemanden umgebracht hat. Bei allem nötigen Respekt. Der Korpel wollte Tag auch noch einen Kugelschreiber in den Gehirn stecken. Achso, den Fahrstuhl ausbauen. Ja. Also das kann man jetzt auch nichts passieren. Was ist? Ist übrigens nichts passiert. Hat so einen Schaden, Mann! Genau das soll er machen, ja. Probleme reinzuziehen. Das wäre so ein Fahrer. Kompetenz, Bastian. Das könnte auch dauern. Wer auch immer den Hangar entworfen hat, der war ein Idiot. Wäre nicht ein anderer Hangar Vorteil auf? In der Main-Hangar. Haben nur zwei und die sind gleich groß. In der Main-Hangar? Wir haben keine mehr. Wir können da oben mal nachgucken, da gibt's kein Tor. Sir, sicher, dass wir mit diesem Piloten fliegen sollten. Ah ja, okay, 10 4 Kinder. Müssen wir ja. Ich benachrichtige Sie, wenn ihr es geschafft habt zu landen, Sir. Guten Tag, Student. Oh, diese, ich mag den Piloten nicht. Fordern Sie schon mal eine LRPL leeren. Laufen Sie mal einen Korpel hinterher, ja? Ey, was soll denn das? Soll ein Kopf hinterher laufen? Wir sagen es nicht normal. Mitkommen. Als ob Comming falsch stand. Wissen Sie, was hier passiert ist? Ich will die Rüstung verkaufen. Jetzt mal ein bisschen weg. Jetzt mal ein bisschen weg von der Rüstung. Hören Sie auf, das Einzelfeld. Ist er jemals von oben runtergefallen? Ja. Also er ist nur runtergefallen. Kann das mir bezeugen, was mit dem passiert ist? Ist er nur runtergefallen, wir haben mich einen Schuss gehört und das hätte, ne? Nee, der ist vom Schiff gesprungen, der kann ja nichts sein eigentlich. Ja, okay, Zim 4. Ja, gut, dann. Ein suizidgefährdeter RC, ja. Ja, so, aber haben Sie mal eine Ausweis. Ein haben Sie mal. Kommen Sie mal zu mir, der Zimbel, jetzt kommen Sie mal zu mir, ja? Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Wie bitte? Kommen Sie mal zu mir hier. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Ja. Okay, das mit der Waffe an Ihren. Das ist Waffe. Ich sag Ihnen meinen Namen. Sie geben mir bitte den Ausweis. Nicht Ihren Namen. Sie müssen einen Ausweis haben. Wenn ich Sie nach Ihren Ausweis frage, gehen Sie auf Ihren Ausweis. Wir wollten gar nicht diskutiert. Ja, gucken wir gleich mal. Eigentlich könnten mal. Wir Sie ja. Könnten Sie auch wegen Belästigung verhaftet werden. Warum? Du meinst, ich bin Velvurka Simet. Okay, gut. Also, jetzt wegen Ihrer Waffe an Ihrem Fahrzeug, ne? Da müssen wir ganz kurz mal nachlesen, ja? Ne? Dann einfach bitte ganz kurz sagen, einfach hier stehen, machen. Laufen nicht weg, so, okay? Da kann ich nicht weglaufen. Ich werde nicht weglaufen. Ja, jetzt mal kurz nach. Du bist ein toter Mann, wenn ich nicht weglaufe. Das ist keine Morddrohung, wenn Sie es falsch verstehen. Das ist mal, können wir mal Plan einer Straftat sein, was auch ein Verstoß ist, ne? Ich will aufpassen. Ich will Ihren Flugschein sehen. Ja. Es ist ein Speeder! Und trotzdem ist es eine Waffe! Zählt trotzdem als Fahrzeug. Sie müssen noch eine Nutzungsberechtigung haben. Es gibt sowas nicht wie ein Fahrschein oder so. Ich hab noch nie meinen Führerschein gemacht. 11.1 Nutzungsberechtigung. Die Nutzen eines Fahr- oder Flugzeuges ist ohne Flugschein und Erlaubnis eines Flottencrewmitgliedes strafbar. Ja. Wir brauchen jetzt einmal einen Zivilisten hier, was auch noch mit ein. Ich sehe 1000 Zivilisten, die ohne. Ja, das legitimiert aber nicht, dass die ohne einen rumfliegen. Die waren natürlich alle geeint. Sie haben mit dem sprechen, wenn sie keinen haben, gegen 11.1 verstoßen, was ein Level 2 Strafe ist. Heißt, die werden dann festgenommen, dem Punkt. Haben sie jetzt einen oder nicht? Ja. Ja, dann her damit. Dann zeigen wir sie die. Ja, Bruder. Zählt auch einer von Zulust? Hauptsache eine Genehmigung, aber muss von der Republik sein. Okay, ne? Okay, wenn es von Zulus ist, dann ist es egal. Nee, muss einfach eine Republik sein. Jetzt nicht von einem Privatperson, muss einer von Staat sein. Einer von Staat brauchen wir. Das ist eine Lizenz, also fürs Fahren. So, schauen wir die mal an, ja? So, also, das ist aber keine offene Republik, ne? Von Privatpersonen geht das nicht. Nein, sie brauchen eine offene Republik. Alle, ja, lassen Sie reden! So,
Also, auf Solus, wir sind ja von der KOS besetzt. Also, kann es ja nicht sein, dass es von der Republik morgen ist. Das macht es jetzt nicht besser. Sie bauen trotzdem auf der Republik. Das ist doch nicht mein Problem, entschuldigen Sie. Das ist ja nicht mein Problem, wenn Sie in der Republik KOS-Gebiet sind. Ich wurde in meinem Leben. Ich wollte in meinem Leben SP noch nie. Und rufen Sie mal PTS aus, bitte. Das Klasse. Ich hab nichts gesagt. Das gilt leider für zu. Das gilt als Beleidigung. Ja, ich würde sagen, also Corpo, ich darf's nicht, weil ich habe keine LDO-Berechnung, aber ich würde sagen, nimm den mit. Warte, jetzt gegen mehrere Gesetze schon verstoßen. Ja, ich würde sagen, nimm den mit. Ich hab noch was in meinem Speeder eine Sache, warten. Ja, hallo, ey, bleiben Sie stehen. Ja, hallo. Nein, nein, nein. Taser. Ich hab keinen Taser, ich bin nur Private. Ich hab meinen Taser. Aber die falsche Waffe. Aussteigen aus dem Fahrzeug, raus da. Raus aus dem Ding. Raus da. Schau mal, ich glaube BTM, ne? Raus da! Raus aus dem Fahrzeug! Raus da! Okay. Aussteigen aus dem Fahrzeug! 15S dann dabei? Nee, da hab ich dich jetzt, Private. Erst ab Private First Class geht das. Ich wollte nur meinen Führerschein holen. Hm? Oh, seit wann können Sie auf den Fahrerplatz? Ja, eigentlich muss man. Das ist. Nee? Aber. Okay, ist im Regelwerk. Man muss eine Stun dabei haben. So, ja, wir müssen sich das schon mal ändern. Wenn man einen aktiven Dienst ist. Wir haben auch gesagt, dass wir erst ab Private First Class einen bekommen. Okay, gut, aber stehen wir, schicken mal Handschuhe an, ja? Ja. Aber, hallo, einmal genommen. Stimmt, nicht bewegen. Ja, richtig. So. Ich nehme sie auch fest, wenn sie mich festnehmen. Ja, jetzt sind sie festgenommen. Sind sie bei dem Funk? Das war ein Versehen. Wundervoll. So. Okay, Marc, ich geb ihn dir mal. Sir, ich geb ihn dir mal. Natürlich, so. Haben sie gerade hier im Funk gefragt? Spannender Einsatz, yeah. Spannend. Achso, ja, zu viel, was kann ich für sie tun? Lass mal vorne beim Versehen. Ja, ich bin im Gefängnis und hier ist nur der. Nochmal von vorne. Bei der Brücke wurde ein Alarm ausgelöst. Also, ja, dieser Alarm im Gefängnis ist jeweils fehlerhaft. Einfach ausschalten. Ja, sind wir. Bereiten Sie alles vor, wir kommen jeweils mit einem Gefangenen. Dann sind wir jetzt wieder noch nicht hier. Ja, teuer. Also, Zivil ist einmal an Sie. Ihre Rechte, Paragraph 3.5, Recht auf Verweigerung der Aussage, Paragraph 6, Recht auf Zeugen, Paragraph 3.4, Recht auf einen Anwalt, Paragraph 4.13, Recht auf einen Supervisor, sowie Paragraph 3.9, Recht auf eine Kenntnisnahme. Möchten Sie Gebrauch von Ihren Rechten machen? Nein. Okay, dann werden wir Sie hiermit einmal mit zum Gefängnis nehmen. Wegen was, wenn ich verhaftet? Private, erläutern Sie einmal deswegen. Sie sind einmal festgenommen wegen 11.2, das nicht berechtigte Nutzen eines Fahrzeuges. PTS auch nicht, haben wir nicht ausgeführt. 11.1. 11.1, Entschuldigung. Ja, dann auch das Widersetzen. PTS gilt nicht damit. Dann das Weglaufen von LDOs, man muss kurz mal nachschauen, warten Sie kurz. Mit PTS weiß ich, das geht nicht, warten Sie kurz. Ja, so wie Beleidigung gegenüber des Piloten. Und auch Beleidigung, also Beleidigung Belästigung, zählt ja als ein Paragraph. Und noch Widerstand gegen LDOs, da muss ich ja kurz raus, warten Sie. Können Sie bitte ein wenig leiser sein? Nein. Ah ja, und 6.9, nicht stoppen für Zuständige. Weil sie nicht angehalten sind, obwohl wir Stopp gesagt haben. Das ist auch mal eine separate Strafe. Ich wollte irgendwann nicht kooperieren mit LEOs. Ja, nee, das wurde umgeschrieben. Das heißt, er hat jetzt das Set. So, gut, dann nehmen wir das mit. Die drei Gesetze, gegen die haben sie verstoßen, deswegen müssen sie auch mitnehmen, ja? Gut. Einsteigen. Aber ich will nicht da hoch. Perfekt. Ja, was sie wollen, was nicht, ist das relativ. Also. Ne? Ich bin da schon ausgestiegen. Dann einmal folgen. Vielen Dank übrigens an Sie, Pilot, dass Sie uns geholfen haben. Schönen Tag noch, ja? Was ist das für eine Kugel? So, und hier an den Zivilisten, ja? Ich leg ihn zu Herzen, ja? Dass Sie am besten jetzt nicht mehr so viel zum Sachverhalt sagen, weil Sie sich wahrscheinlich nur auch mehr selber belasten. Einfach ein Tipp, ja? Ja. Perfekt. Eine Frage. Was ist, warum hast du so ein Ding? Können wir mal bitte Ihre ID haben? Ihr wollt erzeugen. Ja, wir wollen schon erzeugen, deswegen. Vielen Dank. Ja. Natürlich. Ich kann auch gerne mitgehen, er hat mich nämlich bedroht. Ja, alles gut, Ihre Aussagen haben wir. Das haben wir alles gesehen. Ihre ID schon aufgenommen, passt soweit. Ich will schon hier nachher, ja?
Machen Sie das bitte mal das Gefängnis auf. Komplette Wegbringungsschwierigkeiten, ey. Hoppa weg. Rotztüren. So, dann suche ich es ja einmal, ja? Waffen sowie Ausrüstung abnehmen. Ja, ich krieg meine Waffe auf. War echt so. Dann legen Sie mal alles da rein, ja? Weil sag ich, ich nehme das mal alles ab, warten Sie. Schon okay. So, haben Sie alles reinzahlen? Okay, ich versuche es mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas haben, ja? Ja. Huch. Was haben wir denn hier? Müssen doch auch abgeben, der Herr. Ich nehme das mal ab, ja? Ah. Ja, ja, lassen wir es auch nochmal. Sehe ich denn wieder? Ja, nach der Haftstrafe, ja? Oh, oh ja, da geht mal ganz schön fest hier unter den Schuh. Haben sie festgeklebt, warten sie. Jetzt holen sie auch mal nach Spritzen oder sonstiges. So, wollen wir mal richtig anreißen jetzt hier. Ja, jetzt drängen sie mal richtig an. Ah, so, jetzt habe ich es, Okay, so tue ich auch hier rein, da kriegen sie nachher wieder, ja? So. Ja, ja. Gut, der hat nichts mehr im Kopf, was er Sie wissen schon, was Deathsticks sind, ne? Er bekommt sie eindeutig nicht wieder. der Name sagt alles. Ach so. Ich glaube, der Name über diese Droge sagt alles aus. Ja, so, sie wissen, ich bin noch in der Lernphase, ja? Ja, alles gut, aber wenn sie schon mal etwas abnehmen, was Deathsticks heißt. Ja, er kriegt das natürlich nicht viel. Ich wollte den Gefangenen beruhigen, Sir, ja? Ja, das wäre doch. Ja, das wäre richtig spaßig, wenn er es in der Knast genommen hätte. Da hatten wir gestern hier wird schon einen Fall. Der hat sich was gespritzt und 10 Deathsticks auf einmal genommen. Wenigstens konnte das MC ihn noch retten. So ein Voll, so ein Selbstmacher. Guck mal, sie haben sogar ein Klo, Bett und ein Tisch. Oh, das hatte ich noch nie in meinem Leben. So, rechnen wir jetzt hier ihre ganzen Strafen mitsamt. Sie wollen sich nicht Sachverhalt äußern, ist richtig, ne? Ja, ist richtig. Gut, dann tragen wir jetzt gleich die ganzen Straftaten ein. Ja. Na, kriegen Sie Ihre Strafe. Also, Sie werden einmal verhaftet wegen § 6.9 nicht stoppen für Zuständige, § 9.5. Belästigung und Beleidigung gegenüber des Piloten und § 11.1 Nutzungsberechtigung. Sie bekommen einmal dann 10 Strafeinheiten. Okay. Gut, dann angehen wir Antritt, ne? Bei all den Strafeinheiten, die ich habe, ist das auch gar nichts. Schon sag mal, ja. So, ich bringe sie jetzt runter. Da können sie dann gleich ihre Waffen nehmen. Ne? Ja. Ich sag, ich nehme ihre Waffen raus und gebe ihnen die, wenn sie das Militärgelände verlassen haben, ja? Ja. Corporal von Private Tipper. Corporal hört. Na, ich lasse den Gefangenen jetzt frei, muss begleiten aber mit bis er die Basis verlassen hat. Angeleitet werden kann, was nichts jetzt? Fährt, damit sein Spieler in die Basis kommt. Günther, ich werde Sie ganz kurz für Rechte, ja? Warten Sie ganz kurz. Dürfte ich fragen, warum Sie den Zivilist festnehmen? Klar. Der angeblich widerrechtliches Betreten. Na, hallo, sollen wir das nicht, also, der Zivilist, der hat Sie angefunkt, Sir. Ja. Soviel ich weiß, hat der Zivilist Sie angefunkt, Sir. Und er ist auch trotzdem aufs Gelände raufgegangen, hatte diesen Zeitpunkt noch keine Genehmigung dafür. Heißt, es ist 10.2 widerrechtliches Betreten. Er hat mich angefunkt, er stand da vorne, ich habe den natürlich gesehen, über ein Fenster oben, und ich habe ihm ein 10-4 gegeben, wo ich meinen Funk abgeschickt hat er das bestimmt gelesen und ist im selben Moment losgefahren. Okay. Somit ist er berechtigt, die Basis das zu ist, dann, nicht dann, gelesen. Dann ist alles okay, die Information kann ich ja gar nicht haben, ne? Gut. Das wusste ich bis eben auch nicht, aber dann lassen Sie jetzt frei. Dann dürfen Sie den Alltag finden. Ich muss Ihnen mindestens eine Person. Was ist das für Herr Sergeant Major? Ja, ist gut, du machst ja auch noch deine Arbeit. Sie wissen, dass man dafür zahlt muss.
Sie verstehen es ja nicht, diesen so. Scheiß Klon. Also, okay, der Herr. Aber ganz kurz bitte beruhigen. Ja? Ich weiß, ganz kurz, ich PTS aufrufe. Sollten Sie weiter reden, stecke ich ihm was in den Mund. Dann haben Sie nichts mehr zum Reden. Hast du schon eine LOS-Ding? So. Hast du's? Eine LOS? Was denn? Hast du schon die Fortbildung gemacht, um den Strafverfall zu bearbeiten? Ich schreibe so nicht mehr zu. Er muss sie übernehmen. Ach ja, dann mach du mal. Okay. So, also, jetzt folgender Sachverhalt, ja? Sie werden beschuldigt, dass Sie... Wahnsinn. Ja, komm mal, ja, egal. So, gut, ich spreche einfach ganz kurz vom Ranghöchsten hier vor Ort einmal die Aussage, was der Herr gemacht hat, ja? Du warst in der Situation dabei, ich kam ja erst nachdem auf den Speeder geschossen wurde. Also es war so, der Speeder hat vor der Bar, also mir wurde im Funk gemeldet, dass meine Soldaten hier an der ID-Kontrolle außerhalb der Basis Schüsse wahrnehmen. Die sind dann deshalb rausgegangen, ich bin ebenfalls rausgegangen und haben dann diesen Landspeeder gesehen. Dieser Landspeeder hat vor der Basis geschossen, wir haben dann mit ihm eine Konversation, wir haben vor der Basis mit ihm eine Konversation kein geführt. Kein Gesetz der Welt sagt das, ich bin hier so schon seit 200.000 Jahren und das... Ja, ich steck mal kurz was in den Mund, meinte ja? Er, okay, kurz was mit dem... daraufhin meinte er mit seinem Geschütz, den er auf den Landspeeder montiert hatte, auf uns zu zielen. Ich habe ihn darum mehrfach auf ihn angewiesen, dass er es nicht tun soll. 10-3, wir haben ja darum gebeten auszusteigen, nachdem ich mit Trauma im Strafverfahren gesprochen habe. Okay. Ja. Dann ist er weggefahren, hat wieder auf dem Weg weg, hat er auch geschossen. Als er wieder ankam, haben wir ihn nochmal drum gebeten, dass er stehen bleiben soll, aussteigen soll. Daraufhin ist er weggefahren. Wir hatten den Lance wieder zerstört. Kam er auf uns zugerannt, ist mit einem sehr aggressiven Ton zu uns gestoßen, hat dann auf mich mit seinen Fäusten eingeschlagen, was dann der Rest so bestätigen kann. Okay, gut, dankeschön. Da wollte ich mal einmal vor allem die IDs hier erst bestätigen können, ja? Das mit dem physischen Angriff und dem Geschrei kann ich bestätigen. Und halt, dass das ich auch. Passiert, das habe ich gehört. Was ich noch gerne mit reinbringen würde, ist, dass als ich ihn gefragt habe, was er denn hier schon möchte, sagte er, Waffen verkaufen heißt, er ist ein Waffendealer. Ist eine Vermutung? Hören Sie, Arnold. Ebenfalls. Sergeant Major. Also, Gut, dann jetzt folgende Sache. Also, Sie waren jeweils anwesend. Ja. Ich habe schon mal ein paar aufgeschrieben, Tauertragswort. So, ich belasse es ganz kurz, sind jetzt festgenommen wegen mehreren Verstößen. Ich sage Ihnen einmal ganz kurz Ihre Verstöße. Sie sind festgenommen wegen 11.1, Verstoß genutzt zur Rechnung von Fahrzeugen, 10.5, wo ist das Nutzen von Fahrzeugen und physischer Angriff. Gut. Und PTS-Bruch. Ich habe PTS-Aufbruch, sondern trotzdem genau zu spielen. Vorgefallen ist. Gut, dann nehmen wir sie mit. Ich belasse ganz kurz noch über die Rechte, Frau. Ja, warten Sie kurz. Rechte. Ja, es war schon, ich bräuchte eine Amira-ID, dann werde ich sie jeweils als Zeugen eintragen. Sie haben das Recht, ihre Aussage zu verweigern, sie haben das Recht auf Zeugen, ja, die ihre Aussagen stehen. Sie haben Recht auf einen Anwalt, sie haben Recht auf einen Supervisor, sie haben Recht auf einen Kettensimmer. Wollen Sie einen von diesen Rechten in Anspruch nehmen? Der hat immer noch was im Mund, glaube ich. Ja, oh, stimmt. Ist raus. Das Slash-Mir musst du nicht mehr machen. Nur wenn nicht mehr. Was für Waffen, die da, was die da für eine Scheiße. Wollen Sie einen von diesen Rechten... Hallo, stopp, ich gehe. Ruhe. So, wollen Sie einen von diesen Rechten in Anspruch nehmen? Ist es normal, dass die Zivilisten mit kleinen Kindern unterhalten? Gut, das nehme ich dann mal als Nan. Gut, nehmen wir sie jetzt mit. Der schafft einen schönen Tag noch, ja? Danke, gleich. Wir haben meinen Scheiß wieder zerstört. Kann ich kurz? Nur entschuldigen Sie, ich will schon. Wenn ihr wisst, was man dafür zahlen muss und wie viel Zeit man in die Scheiße investieren muss. Einen angenehmen Dienst. Das ist ja ein bemerkenswertes Problem. Hat deine scheiß Wessen-Missgeburt. Und auch Beleidigung. Ist also auch wegen Beleidigung. Beleidigung. Verstoßen, ja? Faszinierend.